ersten Gang, oder? Antipp. Was war das denn? B25, hier ist der Kompressor-Kit, hier war ja der Luftfilter. Dennis bei Kfz, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin heute mit meinem E46 Kompakt unterwegs, den wir vor kurzem noch umgebaut haben auf einen Kompressor-Kit. Den habe ich hier noch eingebaut, natürlich habe ich ein Video darüber gemacht. Wer es nicht gesehen hat, kann natürlich hier oben klicken und das Video mal anschauen. Ist echt gut geworden und sehr interessant, wie so ein Kompressor-Kit zusammengebaut wird. Ist ganz easy, das ist das erste Mal, dass ich es eingebaut habe und ich war auch verblüfft. B25, hier ist der Kompressor-Kit, hier war ja der Luftfilter. Es harmoniert auch super, muss ich sagen. Das Ding geht da rein, habe da alles schön abgedichtet und kommt hier einmal raus, so dass ich noch mal ein bisschen Frischluft habe. Und das gleiche noch mal hier, dass wir auch noch mal ein bisschen Frischluft haben. Aber das sieht doch so geil aus, dem Motor. Ne? Dieses Orange ist so ein Wiedererkennungsmerkmal und ich liebe Orange. Ich könnte Stunden vorsitzen, das Ding wäre nicht langweilig. Ich feiere den Kompressor heute zum ersten Mal richtig, weil heute das erste Mal nicht regnet. Also ich hätte nicht erwartet, dass ein Kompressor-Kit dermaßen Spaß macht. Das ist unglaublich. Das Ding läuft auf jeden Fall so sauber. Ich bin so beeindruckt. Natürlich, wenn du so einen Motor haben würdest mit einem Turbo-Umbau, ist natürlich sehr, sehr schön. Aber jetzt musst du dir vorstellen, bei Turbo-Umbau hast du so viele Sachen, die du beachten musst. Du musst so viele Sachen so gut machen, damit du im Endeffekt Spaß haben kannst und das dauert. Liebe Grüße an Stas, Time to Drive. Ihr könnt mir das Video mal anschauen. Er ist ja gerade dabei, sein E36. Ich glaube, das ist auch ein 25er. Da weiß ich gar nicht. Ich glaube aber, das ist der M52. Den baut er gerade auf Turbo um. Und stimmt, viele haben gefragt, kann man diesen Kit in einem M52 einbauen? Ja, kann man. Ich habe das unten alles verlinkt. Wenn ihr Fragen habt, was es kostet, der Einbau, Eintragung, alles drum dran, könnt ihr gerne den Thailand anrufen. Genau, ihr könnt diesen Kompressor-Kit auch eintragen. Ne? Ich will jetzt auch nicht mehr so lange schnacken. Ich frage jetzt. Ich sag euch, dieser G-Power, dieser Kompressor-Kit, das ist doch nicht normal. Und das Problem ist, die Kupplung rutscht. Jetzt schon. Ja, ihr kennt ja, M54 ist nicht gerade bekannt für seine super Leistung. Auch wenn ihr, ich sag mal, auf dem Papier 192 PS stehen habt, das reißt gar nichts. Aber das hier, das ist, also, keine Ahnung, aber ich kann euch nicht sagen, wie viel PS wir haben, aber es wird nicht wenig sein. Nur allein, wenn man den ersten Gang nur antippt. Was war das denn? Was war das denn? Ey, ich habe ja gar nicht damit gerechnet. Ich dachte so, okay, der zieht, aber er hat mich ja voll. Boah, du brauchst ja einen Nackenschoner hier. Okay, warte, sitz nach oben. Okay, boah, was war das denn? Gar nicht damit gerechnet. Ich sage euch, wenn die Kupplung packt, ne, dann macht es Spaß. Aber die Kupplung muss mitmachen. Die Kupplung ist am Ende. So oft gedrückt, super Kupplung, erste, zweite, dritte, so ein bisschen gedrückt, bisschen gequält, mit der Hoffnung, dass es kaputt geht und ich mir einen B30 hole. Aber leider hat man nicht immer so viel Glück. Wer weiß, vielleicht habe ich ja schon B30 da. Ich habe jetzt 1500 Umdrehungen. Ich tippe nur an. Guck mal, wie der sofort kommt. Die haben unter 2000 Umdrehungen schon Ladedruck. Ja, das ist unglaublich, ne? Und natürlich, desto mehr Drehzahl du hast, desto mehr Ladedruck hat er. Ja, wir haben 0,4 Bar. Und ich weiß nicht, wie viel Bar der aushält. Ein Bar vielleicht. Was muss ein Bar hier sein? Das muss ja... Und ihr habt ja den Kompressor-Kit gesehen. Ne? Das Ding ist ja riesig. Das ist nicht so klein. Beste Entscheidung für dieses Auto. Ehrlich. Das ganze Tag macht. Allein dieser Sound, dieser Druck, das ist harmoniert. Das ist wie eine Eins.
dritte Gang 2500 Umdrehungen, haben wir dritte Gang 60. Wir sind auf der Landstraße. Guck mal, wie er nach vorne schiebt. Guck mal. Mit dem dritten Gang beschleunigen wir. Bevor ich den Kompressor ausgesucht habe, habe ich gedacht, okay, 50, 60, 70 PS mehr wird jetzt auch nicht wow sein. Deswegen wollte ich auch mehr PS haben. Aber wo ich den jetzt fahre, muss ich sagen, das Ding macht Spaß. Allein, dass der so früh kommt. Also ehrlich, du tippst nur an, das Ding marschiert nach vorne. Ja, ich kann jetzt sagen, ich bin jetzt ein Kompressor-Freak geworden. Dass die Software, die Thailand gemacht hat, so gut harmoniert mit dem Motor, mit dem Kit. Ich tippe nochmal. Zweite Gang antippen. Okay, jetzt die Kupplung wechseln. Ich brauche unbedingt eine neue Kupplung. Also ich glaube, Sachs Performance-Kupplung will ich einbauen. Ja, die muss ich sogar einbauen, glaube ich. Also ich sage euch, wenn die Kupplung erneuert wird, haben wir noch mehr Spaß als jetzt schon. Ich bin so beeindruckt, dass der so von Anfang an einfach Boost hat. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Das kenne ich gar nicht. Das ist ja schon fast mit einem Elektroauto zu vergleichen. Ehrlich, mit Elektroauto ist das ja auch so. Ihr habt ja auch Anfang an Boost. Ey. Das Ding drückt euch voll nach hinten. Ist nicht normal. Ach, der dritte macht auch Spaß. Beschleunigt und ja, ich merke schon, er wackelt. Als ist hinten irgendwas bei mir ausgeschlagen, keine Ahnung. Das müssen wir uns mal anschauen. Aber das war nicht schön gerade. Weißt du, mit was du das jetzt vergleichen kannst? Ja, so jetzt von der Beschleunigung her, als fahre ich einen 335 Coupé. Ja, kann man so vergleichen. Ich bin sehr gespannt, wenn wir eine Leistungsmessung hier machen, wie die Kurve aussehen wird. Ich bin mir sicher, dass die Kurve sehr früh da ist, aber stetig nach oben geht. Da bin ich mal so gespannt auf diese Kurve. Vierte Gang. Aber marschiert trotzdem voll nach vorne. Einmal. Was ist das? Okay, die Reifen sind die ganze Zeit durchgedreht. Ich glaube, zweite sogar auch durchgedreht. Und wir haben Kummo-Reifen. Die sind sowas von gripfest hier. Sogar diesen durchgedreht, so ganz locker so. Wie schnell waren wir auf 100? Okay, ich glaube, hier müssen wir doch mal Zeit messen. Das war geil. War das so schön. Unglaublich. Oh. Habe ich im Video schon mal unglaublich erwähnt. Unglaublich.
unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ja, das ist unglaublich. 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 Ich könnte das ganze Tag machen. Es ist unglaublich. 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 Ich bin so beeindruckt von diesem Kind. Also denkt nicht, dass ich irgendwie dafür bezahlt werde. Nein, ich werde nicht dafür bezahlt. Schön wär's. Als ich dieses Auto in einem Schrottzustand gekauft habe, war mein erster Gedanke sofort, dass ich den auf Kompressor umbaue. Mein Fazit zu diesem Kompressor-Kit ist unglaublich. Unglaublich. Ihr habt es, glaube ich, ein paar Mal gehört. Das war meine beste Entscheidung für das Auto. Ehrlich. Manchmal muss man nicht viel PS haben, damit man glücklich ist. Also ich weiß nicht, wie viel PS wir haben, werden wir ja sehen, aber... Ich sag euch, das gefällt mir jetzt schon. Und das war auch noch nicht alles. Mit den Teilern, mit T21 Industries, werden wir noch einiges hier versuchen rauszuholen. Und vielleicht für den einen oder anderen interessant, was man eigentlich aus so einem Kit rausholen kann. Schreibt mal bitte in die Kommentare, hättet ihr auch ein Kompressor-Kit eingebaut oder ein Turbo? Oder was seid ihr mehr? Seid ihr mehr pro Turbo oder pro Kompressor? Wenn es jetzt um BMW geht, ist ja klar. Was soll ich noch dazu sagen? Also ich bin happy, das Ding ist geil, das ist die voll geil fahren. So, danke schön fürs Zuschauen, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kfz-Tutzi, bis dann, ciao. Also, ich könnte das ganze Tag machen.